wissen das. Es gibt etliche Studien, es ist eines der am besten erforschten Themen auf diesem Planeten. Gehen Sie ein Stück nach hinten. 2,5 Grad. Entschuldigung. 2,5 Grad bedeutet, dass innerhalb der nächsten 50 Jahre ganze Landstriche um den Äquator rum komplett unbewohnbar werden. Nein, darum geht's ja nicht. Unbewohnbar. Ganze Länder, wo Menschen dann nicht mehr wohnen können. Und das ist nicht nur so eine abstrakte Sache, sondern wir wissen das ganz genau. Als Presse müsste man sich eigentlich ausgeben. Wissen, dass bei dem aktuellen Kurs der Bundesregierung bei 2,5 Grad wird innerhalb der nächsten 50 Jahre. Innerhalb der nächsten 50 Jahre werden 15-20% der Landmasse unserer ganzen Erde unbewohnbar. Ganze Länder um den Äquator rum, noch zu meiner Lebzeit. Wir wissen auch, wie viele Menschen das betreffen wird. Da gibt es Studien dazu. The Future of the Human Climate Niche. Schaut es euch an, kann man googeln. Es sind keine Staatsgeheimnisse, findet ihr im Internet. Wir wissen, wie viele Menschen das betreffen wird. Die aktuellsten Studien sagen uns, dass innerhalb der nächsten 50 Jahre beim aktuellen Kurs der Bundesregierung 20-40% der globalen Weltbevölkerung in diesen Todeszonen leben wird oder eben nicht mehr leben wird, weil sie dort nicht mehr überleben können. 20-40% der Gesamtbevölkerung. Wir sind aktuell 8 Milliarden Menschen, bald 10 Milliarden Menschen. Das bedeutet, wir reden darüber, dass innerhalb der nächsten 50 Jahre mehrere Milliarden Menschen ihre Heimat verlieren werden. Mehrere Milliarden Menschen. Das sind keine Verschwörungstheorien, das sind keine Staatsgeheimnisse. Jeder Mensch, der nur den Mut hat hinzuschauen, der kann das sehen. Man muss nur den Mut haben hinzuschauen. Und auch die Bundesregierung weiß das, Olaf Scholz weiß das. Robert Habeck weiß das, sie wissen das alle. Nichtsdestotrotz hören wir, Klimakanzler Olaf Scholz hat das im Griff. Der Klimakanzler setzt sich in schöne Interviews und sagt, ja, 1,5 Grad, macht doch keinen Stress, wir haben das im Griff. Wählt einfach mich, kommt alles gut. Und mit Verlaub, bei aller Liebe, das ist kompletter Schwachsinn. Wir wissen das, weil wir uns damit auseinandersetzen. Seit Jahren. Der Großteil der Bevölkerung, die wissen das nicht. Und deswegen ist es nicht nur unser Recht, sondern es ist auch schon unsere Pflicht, das zu tun, was wir machen. Es ist unsere Pflicht, verrückte Dinge zu tun, uns verhaften zu lassen, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Lastenräder zu tun oder irgendwie sowas oder Robert Habeck, keine Ahnung, sondern es geht uns allen an den Kragen, uns allen, auch euch, liebe Polizei, die hier steht. Es ist auch in eurem Interesse, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und weil das Ganze noch nicht schlimm genug wird, wird es noch schlimmer. Es gibt noch weitere Studien, die sich ansehen, nicht nur wie viele Leute vertrieben werden in den nächsten 50 Jahren, sondern auch wie viele Leute sterben werden. Ganz konkret, nicht abstrakt, wie viele Leute sterben werden. Und auch hier reden wir beim aktuellen Kurs über sage und schreibe 1 Milliarde Menschen. 1 Milliarde Menschen, die bis zum Ende des Jahrhunderts sterben werden. Bei unserem aktuellen Kurs, auf dem wir uns befinden. Aufgrund von Flugkatastrophen, von Dürre, von Hunger. 1 Milliarde Menschen. Na, wir halten diese Vorträge seit 2 Jahren. Keine Ahnung, ich kann es immer noch nicht glauben. Ich rede da immer wieder drüber. Die Leute schnallen es einfach nicht. Ich verstehe aber auch, dass sie es nicht schnallen, weil alle so tun, als hätten wir kein Problem. Alle tun so, als wäre alles okay, als wäre es einfach irgendein weiteres Thema. Ja, das sind halt die Grünen und die wollen ein bisschen mehr Wärmepumpen machen und es wird schon alles gut. Wird es aber nicht. Wird es einfach nicht werden. Und selbst wenn ihr sagt, euch ist es egal, selbst wenn ihr sagt, euch sind die mehreren Milliarden Menschen egal, die ihre Heimat verlieren, euch ist es egal, wenn eine Milliarde Menschen stirbt, dann ist es trotzdem in eurem Interesse, euch damit auseinanderzusetzen. Es wird nämlich passieren. Es wird passieren. Außer
wir fangen an, was dagegen zu unternehmen. Und zwar nicht einfach Petitionen zu unterschreiben, nicht uns einfach in irgendwelche Talkshows zu setzen, sondern Widerstand dagegen zu leisten. Widerstand. Wir bleiben friedlich, weil wir es eben nicht machen, weil wir irgendwie eine Nacht haben wollen oder sowas, sondern weil wir es auch einfach nicht aus unserer Verantwortung machen. Wir müssen die Leute warnen vor dem, was kommt. Wir müssen.